Auch an den schönsten Orten unserer Welt gibt es einen Zugang. In die andere, die virtuelle Welt, die unser Leben so angenehm macht, weil wir da alle vernetzt sind miteinander. Das alles ist so bequem. Deshalb sind wir auch ein Stück weit gutgläubig und ahnen gern nichts Böses. Genau das aber, das Böse, sitzt angeblich hier. Bei der NSA nahe Washington gibt es auch einen Zugang. Einen universalen in alle Kommunikationen, Telefon, E-Mail, Internet. Eine Art allsehendes Auge. Uns kann das doch nur recht sein. Ein Stück mehr Sicherheit in dieser unsicheren Welt. Solange wir uns selbst nicht zu Schulden kommen lassen. Diese Gleichgültigkeit ist naiv und gefährlich, denn die Welt steckt mittendrin in einer neuen Art von Krieg. Wir, ZDF-Reporter in Amerika, Deutschland und Asien, sind einer Frage nachgegangen. Steckt hinter der Überwachungsmaschinerie etwas viel Größeres? Etwas, das unsere Freiheit massiv bedroht? Fernab der Welt der Geheimdienste, im westfälischen Beckum, ereignet sich an diesem friedlichen Tag etwas Seltsames. Ein Angriff aus dem Hinterhalt. Da wir den Typ der Steuerung bereits kennen, geben wir einfach den Typ im Suchdienst Shodan ein, der solche Steuerung auffinden kann. Ergänzen noch den Deutschland-Code, finden dann verschiedene IP-Adressen vor, die zu solchen Steuerungen führen und besuchen dann die entsprechende Seite dieser Steuerung, die sich im Browser dann aufbaut. Und dann können wir hier beispielsweise die Glockensteuerung übernehmen, definieren hier ein neues Sonderprogramm und lassen das Sonntagsgeläut am heutigen Mittwoch ablaufen. Ein Gotteshaus in Hackerhand. Glocken, Heizung, Stromversorgung, was wie ein netter Streich daherkommt, hat einen ernsten Hintergrund. Der Angriff gelingt, weil das Steuerungssystem der Kirche ans Internet angeschlossen ist. Wer immer Zugang zum Netz sucht, kann jederzeit Besuch bekommen. Von Hackern. Ronald Eikenberg und die anderen Computerexperten vom CT-Magazin haben das einfach mal ausprobiert, nicht nur bei der Kirche in Beckum, und waren völlig baff. Was wären denn die gravierenderen Folgen? Ja, im ersten Anlauf haben wir ja mehrere hundert Industrieanlagen aufgespürt in Deutschland. Das sind alle erdenklichen Schauplätze eigentlich. Das fängt an bei der Justizvollzugsanstalt, wo die Duschtemperatur geregelt wurde über die Internetsteuerung. Aber es geht auch hin bis zu richtig ernsten Beispielen wie ein Heizkraftwerk. Das hätten wir im Winter zum Beispiel abstellen können. Wenn so ein Heizkraftwerk im Winter ausgeknipst wird, müssen Hunderttausende Menschen frieren. Viele Anlagen sind heutzutage computergesteuert. Oft sind die Passwörter offen im Kontrollsystem gespeichert. Bei diesem Gefängnis hätten die Hacker die Sanitäranlagen lahmlegen können, weil auch ihr Steuerprogramm über das Internet gewartet wird. So wie das der Eingangstüren in einem Fußballstadion. Hacker können in alles eindringen, was mit dem Internet verbunden ist. Je mehr Daten sie vorher haben, desto einfacher ist es. Genau deshalb, so behauptet Edward Snowden, sammelt auch der Staat unsere Daten. Snowden ist auf der Flucht vor der NSA, für die er selbst als Hacker arbeitete. In Hongkong enthüllte er eine Überwachungsmaschinerie. Mit der Software Prism hat die NSA Zugriff auf alle Internetinhalte und den E-Mail-Verkehr. Ein anderes Programm zielt auf Telefonverbindungen. Verschlüsselung ist zwecklos. Die NSA hat fast alle Verschlüsselungsprogramme, sogar die für Bankkonten, geknackt. Und mit X-Keyscore analysiert sie Billionen von Daten rund um den Erdball. Ein
Ich bin ein ganz normaler Typ, der sich das jeden Tag im Büro anschaut und dann denkt, nicht wir, sondern die Öffentlichkeit sollte entscheiden, ob diese Programme richtig oder falsch sind. Ein Held auf der Flucht? Oder ein Dieb und Verräter, so sagen seine Kritiker. Es gebe keine Totalüberwachung, nur ein paar notwendige Maßnahmen zur Terrorabwehr. Aber wenn nicht mehr dahinter steckt, warum verzichtet Snowden dann auf seine Freiheit im paradiesischen Hawaii und riskiert sein Leben? Die Angst der US-Regierung vor ihm muss riesig sein. Sie zwingt den Präsidenten Boliviens zur Zwischenlandung, weil sie in seinem Flugzeug den Hacker vermutet. Europäische Regierungen beteiligen sich an diesem Verstoß gegen alle diplomatischen Regeln. All das nur, weil ein 30-jähriger Hacker die Politik in helle Aufregung versetzt? Auch in Deutschland. Auf deutschem Boden hat man sich an deutsches Recht zu halten. Während gleichzeitig millionenfach Grundrechte verletzt werden. Da war George Orwell harmlos. Die Politik reklamiert Unwissenheit. Dabei ist das hier schon seit 1971 einer der größten NSA-Lauschposten weltweit. Mit freundlicher Genehmigung der deutschen Freunde. Die Station Bad Aibling nahe München gehört zum Abhörnetzwerk der Geheimdienste aus den USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Politiker in Deutschland und Europa wissen das längst. 1998 warnte der Verfassungsschutz deutsche Unternehmen vor Wirtschaftsspionage durch die NSA. Echelon hört ungefiltert den gesamten E-Mail-, Telefon-, Fax- und Telex-Verkehr ab, der weltweit über Satelliten weitergeleitet wird. 2001 beschrieb die EU in einem öffentlichen Bericht detailliert Ausmaß und Reichweite des Spionagenetzwerks. Die Aufregung war groß, bis sie ganz plötzlich verstummte. Nach 9/11 war die Empörung über Echelon auf einmal politisch inkorrekt. Weil im Kampf gegen solchen Terror jedes Mittel recht sein musste. Ich habe dem amerikanischen Präsidenten George Bush die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert. Wie weit ging diese uneingeschränkte Solidarität? Unsere Recherchen zeigen, dass 9/11 die Rechtfertigung lieferte für den massiven Ausbau der Überwachungsmaschinerie mit Wissen und Unterstützung der deutschen Politik. Wir reisen in die Rocky Mountains zum Aspen-Sicherheitsforum, dem Treffen führender Köpfe aus Regierung, Militär und Geheimdiensten. Der angebliche Bösewicht lächelt freundlich. Ebenso freundlich lässt er unsere Interviewanfragen ablehnen. General Keith Alexander erklärt lieber dem Publikum, dass seine NSA mit dem Datensammeln Menschenleben rettet. Gutes tun, natürlich streng nach Recht und Gesetz, eine glatte Lüge. Tarnen und Täuschen gehören zum Geschäft eines Geheimdienstes. Ob er denn überrascht sei von der Überraschung deutscher Politiker, wollen wir wissen. So much surprise about the extent of the programs. Didn't they know all along? Jede Nation handelt in ihrem Interesse. Deutschland, Frankreich, Amerika, Brasilien. Wir alle haben Nachrichtendienste und ich bin sicher, dass die irgendwas tun. Wissbegierige wollen was wissen. Sie haben großartige Nachrichtendienste mit tollen Leuten und es ist eine Ehre, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Besonders was sie in Afghanistan gemacht haben, war hervorragend. Aber wir sagen ihnen nicht alles, was wir machen und wie. Jetzt wissen sie es. Natürlich haben sie nicht alles gesagt. Schließlich, so heißt es hier, kamen die Anführer der 9/11-Terroristen aus Deutschland. Deshalb hätten die Deutschen freiwillig fast alles geliefert, was die Amerikaner wollten. Im Gegenzug gab es Daten über Terrorpläne in Deutschland. Ein Geschäft unter Freunden, erinnert sich der damalige NSA-Chef Michael Hayden.
Wie überrascht ist er von der Überraschung deutscher Politiker? Ich bin da mal sehr respektlos, okay? Das ist wie in dieser Filmszene aus Casablanca, in der Polizeichef Renault informiert wird, dass in Ricks Café Glücksspiel stattfindet. Sehen Sie, alle modernen Staaten betreiben elektronische Spionage, alle im Rahmen ihrer Gesetze. Also, tja, dabei will ich es mal belassen. Nach 9/11 sind Sie persönlich nach Europa gereist? Ja. Und Sie haben gesagt, was die NSA vorhatte. Wir waren sehr offen zu unseren Freunden. Nicht nur in Deutschland, aber dort war das Treffen. Wir haben ihnen dargelegt, wie die Bedrohung aussah. Wir machten klar, was wir vorhatten und baten sie um ihre Kooperation, weil es sich um etwas handelte, das klar in unserem gegenseitigen Interesse lag. Wer war dabei? Politiker? Nein, die Chefs der Nachrichtendienste. Haben die dann eine Zusammenarbeit versprochen? Sehen Sie, jeder von uns muss sich an die Gesetze seines Landes halten. Wir können nichts machen, was nicht erlaubt ist. Aber wir alle operierten nach der politischen Vorgabe, dass die Terrorgefahr eine gemeinsame Bedrohung war und dass wir, soweit rechtlich möglich, kooperieren mussten. Darüber gibt es eine schriftliche Vereinbarung zwischen Michael Hayden und Frank-Walter Steinmeier, dem damaligen Kanzleramtsminister, unterschrieben 2002. Das wussten die Regierungsparteien von damals, Rot-Grün, genauso wie die von heute, Schwarz-Gelb. Sie alle sitzen im parlamentarischen Kontrollgremium, das die Affäre aufklären soll. Aber offenbar fehlt der Wille. Die Abgeordneten haben bisher nur die Chefs deutscher Behörden befragt, keinen einzigen Geheimdienstmitarbeiter. Auch die Akten haben sie nicht eingesehen. Trotzdem fällen alle ihre Urteile. Und einer glaubt einfach so, was ihm ausländische Geheimdienste erzählen. Recht und Gesetz werden in Deutschland nach Angaben der NSA und des britischen Nachrichtendienstes eingehalten. Die Grundrechte unserer Bürgerinnen und Bürger in Deutschland werden gewahrt. Wissen fast alle Parteien mehr, als sie zugeben? Hier auf der grünen Wiese nahe dem niederländischen Alkmaar wundert das eigentlich niemanden. Politiker und Nachrichtendienste stecken eh unter einer Decke, sagen uns die Teilnehmer beim größten Hackertreffen Europas, der OHM 2013. Die Hackerszene hat einen besonderen Einblick in die Aktivitäten der Geheimdienste, denn die bieten im Auftrag der Politik hohe Geldbeträge für die Kniffe der Hacker, um in Computersysteme weltweit einzudringen. Manche Hacker verkaufen ihr Wissen. Aber für die meisten hier hört der Spaß auf, wenn der Staat sich einschleicht in Computer, alles überwachen, speichern und analysieren will. Genau davor warnen auch Jaslyn Reddick und Thomas Drake. Sie kämpfen gegen die Macht der Geheimdienste und sind dabei ziemlich glaubwürdig. Thomas war bei der NSA, Jaslyn im US-Justizministerium. Als sie zahlreiche Rechtsbrüche von NSA und FBI öffentlich machten, wurden sie juristisch verfolgt, ihre Karrieren zerstört. Die beiden Amerikaner sind Whistleblower, Enthüller wie Edward Snowden. Wer der NSA glaubt, ist völlig naiv, sagen sie. Dem Geheimdienst sei jedes Mittel recht, sogar der Bruch der amerikanischen Verfassung. Die Entschuldigung war immer: Tom, du verstehst das nicht. Wir brauchen die Daten. Man weiß nie, wozu es gut ist. Es gab diesen pathologischen Zwang, alles zu sammeln, weil sie an 9/11 versagt hatten. Es war ein Systemversagen und die NSA hatte Mitschuld. Und das wollen sie kompensieren, indem sie jetzt alles sammeln. Bei dieser flächendeckenden Rundumüberwachung von jedem geht es nicht um Strafverfolgung. Es geht um die Kontrolle der Bevölkerung. Das ist antidemokratisch und widerspricht einer freien und offenen Gesellschaft, in der das Volk die Regierung kontrolliert, nicht umgekehrt.